Matti, ich habe gehört, du warst schon mal so ein Monster beim Evolve-Spielen. Ich war in London zu Besuch bei den Entwicklern, wobei die Entwickler aus den USA kommen, aber die waren in London zufällig und haben uns eben Evolve spielen lassen. Und ich bin wirklich schon leicht begeistert. Es geht darum, dass man in Evolve spielen vier Spieler gegen einen Spieler. Ein Spieler übernimmt ein Monster und die vier anderen müssen dann eben so als Jäger das Monster erlegen. Dieses Monster, das hat ja auch verschiedene Entwicklungsstufen, soweit ich weiß. Und es wird auch andere Monster noch geben. Das ist jetzt nur eins, das man schon gesehen hat. Genau. Aber das wird stärker mit der Zeit. Das Monster heißt Goliath. Es sollen noch weitere folgen. Die Entwickler wollten ja eben noch nicht sagen, wie viele und überhaupt. Und ja, das Spiel heißt nicht umsonst Evolve. Nämlich das Monster muss Beute fressen, um zu wachsen. Und danach bekommt es dann neue Spezialfähigkeiten. Das ist so die Grundidee. Also der Flammenatem, das ist ja, glaube ich, auch so eine Art Perk. Das ist eine von diesen Spezialfähigkeiten. Also das Monster bekommt zu Anfang zwei Spezialfähigkeiten. Und sobald man an eine Stufe aufgestiegen ist, darf man sich noch eine Fähigkeit aussuchen. Goliath hatte jetzt eben seine Feuerattacke, dann so eine Sprungattacke. Dann kann Goliath auch noch so Steine schmeißen. Das sind so die wichtigsten Spezialfähigkeiten von ihm. Aber die menschlichen Spieler, die sind auch nicht ganz wehrlos. Also die haben zum Beispiel Jetpacks dabei und der eine, der kann auch so eine Art Kuppel projizieren, genau, aus der das Monster nicht mehr rauskommt. Alle vier Spieler, menschlichen Spieler haben dann ganz eigene Spezialfähigkeiten. Es geht darum, dass man als Team stark zusammenarbeitet. Da gibt es einen Support-Soldaten, der kann eben so ein Schild aufbauen. Und dann gibt es zum Beispiel den Jäger. Der Jäger kann mit seiner Harpune schießen. Dann gibt es einen Medic. Medic ist ja irgendwie ziemlich einfach. Er kann eben Leute heilen. Ist Frau zufällig? Ja, oder? Was denn sonst natürlich, ne? Aber sie hat auch ein Scharfschützengewehr. Ja. Aber auch nicht. Das passt auch irgendwie zum Schema. Und dann gibt es noch den Assault-Soldaten. Der kann am meisten Schaden anrichten gegen die Monster dann eben. Also man kämpft ja auch nicht nur gegen das eine Monster, sondern diese Dschungelumgebung ist ja auch bevölkert von anderen Untieren. Oh ja, da gibt es auch ziemlich fiese Viecher, die töten einen mit einem Schlag. Das ist so ein Alligator, Art Alligator zum Beispiel im Fluss. Ja, ist man sofort dort und dann müssen die anderen Mitglieder schnell zu Hilfe kommen, einen heilen. Und ja, das kostet dann eben Zeit. Und ja, das Monster kann eben entweder dadurch gewinnen, dass es alle vier Spieler tötet. Oder in der Umgebung, bei dem Level, was ich gespielt habe, gab es einen Generator. Wenn er einen Generator zerstört, dann auch gewonnen. Und wie war das Verhältnis so? Waren das jetzt eher die Menschen, die gewonnen haben oder das Monster? Bei uns war es so, dass das Monster jedes Mal gewonnen hat. Okay. Es gab aber andere Kollegen, also wir waren ziemlich viele Leute in London. Und es gab andere Teams, bei denen ging das wohl ziemlich gut auf. Also Balancing, da wollen die Entwickler auch voll drauf setzen. Und falls das hinhaut, wird Evolve ein richtig gutes Spiel.